Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal einen herzlichen Glückwunsch. Lost and Found und Messerverzeihlicher Video. 3-1 Bremen, geht das wirklich? Hey, nee, 4-1. Beer Review dazu. Yippie, Schweinebacke. Also, vor geraumer Zeit, da gab es mal einen Pass Around, gestartet durch die Jungs von Tools for Gents. Was hier so von meiner Kappe runterhängt, das ist eine Taschenlampe. Ne? Die Phoenix RC09 teste ich noch. Video kommt morgen. Also, da ich jetzt nicht weiß, ob ich den YouTuber nennen darf, der in dem Passaround mitgemacht hat, hatte mir also das Messer zugeschickt. Und zwar das im Kuster. Ich denke, wo bleibt's? Und irgendwann mal habe ich ja nicht mal dran gedacht. So. Gestern finde ich dann mal so einen Paketschein bei mir im Briefkasten. Hallo Herr Brehm, Glückwunsch, bei Ihrem Nachbarn liegt ein Päckchen für Sie. Und ich denke, okay, klingelst du mal. Muss dazu sagen, mein Nachbar, der ist 90. Kein Quatsch. Pensionierter Pastor. Und dann macht er mir die Tür auf so und schnuffelt so. Ja, ich habe da zwei Päckchen für Sie. Und ich sag, wieso zwei? Da war da nur von einem Päckchen die Rede. Sagt er, ja, ich weiß auch nicht, wie mir das so passieren konnte. Aber was ist denn? Ja, und dann guckte der mich so an, als hätte er mit seinem Gebiss. Oder als hätte der ein Loch im Zahn und hätte da mal so Luft durchgezogen. Dieses. Naja, auf jeden Fall. Ich sag, was haben Sie denn? Ja, mir ist da, glaube ich, ein Missgeschick passiert. Ich weiß es auch nicht. Ja, was ist los? Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat wohl in dem, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der sammelt Kartons. Hat er unter dem ganzen Wust von Kartons, ich schwör's euch wirklich, wenn der die Tür aufmacht, du siehst in der ganzen Bude erstmal nur Kartons. Das ist wie so eine Wand von Kartons. Das ist wie die Berliner Mauer der Kartons. Sagt er, ja, ich habe da einen Karton gefunden, der war an Sie adressiert und, naja, liegt wohl schon mal länger hier. Hm. Ich gucke mir das an, ich denke, aus der Schweiz, was hast du denn? Ne, ich weiß nicht, ich gucke auf das Datum, wann war das? September? Oder wann? Ich sag, komm, ja, ist gut, der nimmt seit 17 Jahren meine Pakete an. Na, ich komme hoch bei mir in die Wohnung, aufgemacht das Ding und ich gucke da drauf. Richie von Tools for Gents hatte zwischendurch geschrieben: Hallo Arthur, was ist mit dem Kuster? Bitte zurückschicken, Pass Around ist vorbei. Und ich zu ihm: Was willst du? Ich habe nichts bekommen. Stimmt ja auch. Es lag nur zwei Etagen tiefer. Nun, also, ich mache das Päckchen auf und ich sehe im Kuster und ich denke: Oh nein. Richie, habt ihr schon mal mit Blompen auf Alufolie gebissen? Dieses. Das hatte ich in dem Moment, als ich das hier in Händen hielt. Im Kuster. Das erste, was ich dann gemacht habe, war dem Richie erstmal eine Nachricht zu schicken über WhatsApp. Hey Richie, meld dich mal bitte bei mir. Ich habe da was für dich. Oh, ne. Morgens auf dem Weg zu zwei. Guckt euch das mal an. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da mal über WhatsApp ein halbes Stündchen, glaube ich, war es heute, telefoniert. Und ich habe ihm die Geschichte erklärt und er sagt: Aufgrund dieser Geschichte gibt es ab heute 18 Uhr bei Tools for Gents 20% auf Fixed-Messer. Alle Fixed-Messer ab heute 20% mit dem Code 1JTFG. 1JTFG. 1
Ja, Tools for Gents. Ernsthaft, Bremen? Nein, nicht ernsthaft. Das war Quatsch. Die Geschichte ist richtig, aber der Grund, warum es 20% auf alle Fixed-Messer heute ab 18 Uhr bei Tools for Gents gibt, ist, Tools for Gents wurde jetzt im November ein Jahr alt. Also haben sich Flo und Richie alias Richard dazu entschlossen, jedem Tools for Gents Kunden, der sich da ein Fixed Messer bestellt, 20% Rabatt zu gewähren über diesen Rabattcode 1JTFG. Ein Jahr Tools for Gents. Gut, also eine lustige Geschichte. Naja, nicht so ganz lustig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Schweizer YouTube-Kollegen auch nennen darf. Nein, es war nicht der Daniel, es war ein anderer. Ach, übrigens, an den Schweizer YouTube-Kollegen, danke für die viele Schweizer Schoki. Die ist echt lecker, ich kann nicht nur sagen. Dankeschön, danke, danke. Oder? Nun, also, das M-Guster ist da. Ich wollte die zwei Geschichten auch so ein bisschen miteinander verbinden. Es war mir ein Vergnügen. Richie und Flo, ein Jahr Tools for Gents, Respekt. Es gab Firmen, die waren nach 2 Wochen schon wieder weg vom Fenster, aber ihr bleibt am Ball und ihr macht geile Videos. Und ich weiß, wo der Richie seine Videos schneidet. Ich weiß es, der schneidet die nämlich genau da, wo ich die aufschneide. Stimmt's, Richie? Haben wir heute drüber telefoniert, gesprochen. Nun gut, wo wir schon in der Schweiz sind, wollen wir auch in der Schweiz bleiben. Heute war ich beim Zoll. Ja, ihr seht's. Ja? Hat mich übrigens 11 Euro gekostet. Sowas. Nun gut. Einen schönen Dank an den Patrick von PMP Knives, der mir 2 Berserker geschickt hat. Eins für mich und eins für die Gruppe European Knife Pass Around YouTube Reviewers unter der Leitung von Jörg Labonte und Henk Hackford. Henk, Dach! Und zwar hat er mir 2 Berserker geschickt. PMP Knives Berserker. Der Daniel Krassel hat das Krisula. Hat neulich schon eins vorgestellt. Ja, oh, guck mal hier. Oh, Blackwashed. Ich will noch nicht so viel drüber verraten. Also wie gesagt, eins ist für mich, eins ist für die Passaround-Gruppe. Ach, Leute, ich liebe meinen Job als YouTube-Reviewer. Ich schwör's euch, ich liebe das. Und Job meint, dass ich damit Geld verdiene, aber der Job eines Reviewers ist eigentlich, gutes Zeug vorzustellen und vor schlechtem zu warnen. Und immer schön bei der Wahrheit bleiben. Noch ein Berserker. Jetzt stellen wir uns mal das hier vor mit dem Griff. Ja, blaue Griffschale, schwarze Klinge. Ach, wäre das cool. Oh, guckt es euch an. Also ich war so heute beim Zoll abholen. Die Damen da, die waren etwas irritiert, möchte ich mal so sagen. Die wussten ja, das sind doch keine Taschenmesser. Ich sagte, doch, stecken Sie mal in Ihre Tasche. Ja, ich habe aber hier an meinem Rock keine Tasche. Aber sie sagt, Sie haben doch eine Handtasche. Stecken Sie es doch mal da rein. Ja, das hat doch mit Taschen nichts. Ja, warum heißt das Handtasche? Also. Und sie haben es nicht geschafft, die Messer zu schließen. Ja, wie geht denn das? Ich habe denen das 5-mal gezeigt und die waren, naja gut. Frauen haben halt spätestens nach jedem 5000. Porno so Fingernägel und kriegen damit, wenn ich war vernünftig, ein Messer geschlossen. Leute! PMP Knives Berserker! Scheiß die Wand an! Ja? Patrick, nochmal herzlichen Dank fürs zur Verfügung stellen. Ich, boah.
Was Babys? Ist wie. Ich will jetzt nicht sagen, ich würde die von Frau Brehm Hanni und Nanni nennen. Ja? Aber das hier ist Hanni und das hier ist Nanni. Ja? Oder Hanni und die Nanny. Oder Henny und Nanny. Was auch immer. Aber die sind geil, oder? Mann! Patrick! Blaue Griffschale, schwarze Klinge. Baby. Also, nochmal ganz kurz. Eine Schweizer Geschichte sozusagen. Also, Schweizer Messer abgeholt, aus der Schweiz Messer bekommen. Der Ritchie wohnt, glaube ich, in der Schweiz. Also, heute Schweizer Tag bei Bremen auf dem Kanal. Und ich will jetzt nicht großartig die Sachen noch verpacken, bevor es jetzt dunkel wird. Machen wir noch das Licht an. Nee. So. Bevor es dunkel wird, machen wir noch das Licht an und feiern mit Ritchie und mit Flöchen, Popöchen. Den das Einjährige. Und dann kommen wir wieder zu etwas, was ich mal über YouTube von einem YouTuber-Kollegen, wo ich nicht weiß, ob ich den Namen, ich sag nochmal Alexander, etwas geschickt bekommen habe. Das habe ich, ich habe übrigens so viele Sachen von ihm geschickt bekommen und habe die alle abgetreten, hochgeladen und nicht veröffentlicht, aber ich finde sie nicht mehr. Die sind weg. Eins ist mir geblieben und das ist das hier. Deshalb ist das 4N1. Ja? Geschichte, Gratulation, Unboxing und Review. Fürstwallerstein Landsknecht Bier, dunkles Kellerbier. Habe ich noch nie gesehen. So, und zu Ehren von Richie und Flo, Tools for Gents. Achtung! Spätzünder. However. Richie und Flo, ich trinke auf euch. Und die ganze YouTube und Messer Gear Freak Gemeinde trinkt wahrscheinlich jetzt gerade mit. Ein Jahr Tools for Gents. Prost, Jungs. Oh, ist das süß. Super Geschmäckelche. Woo. Mann. Bayern im Jahr 1598. Das Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein nimmt zum ersten Mal sein Braurecht wahr. Das war die Geburtsstunde eines fürstlichen Biergenusses. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, dunkles Kellerbier, naturtrüb. Leute! Alexander, herzlichen Dank. Wie gesagt, tut mir leid, ich hätte gerne alle Filme nach und nach präsentiert, aber die sind weg. Tools for Gents, Flo und Richie, herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr Tools for Gents. Patrick von PMP Knives, danke fürs Zuschicken. Bis jetzt gefallen sie mir sehr gut. Messer kommen zumindest eins. Am Wochenende zu Jörg Labonté, Mitinitiator oder Leiter, Leader, Führer von der European Knife Pass Around YouTube Reviewers Gruppe und an meinen Schweizer Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ob ich ihn nennen darf. Hey, das im Kuster ist da. Es hat noch ein bisschen länger, 2 Etagen tiefer verweilt. So, das war's. Heute ohne großen Vorspann, bla bla blub 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 blub, aber mit Bier und Freude. Nee, muss man von da sehen. 1 JTFG. Ein Jahr Tools for Gents. Gibt's in den Coupon, gibt den Couponcode den, bei der Bestellung mit an, bei Tools for Gents und
aber nur auf Fixmesser, ne? Also nicht, dass ihr sagt, der Prim hat gesagt, ihr könnt da auch aufblasbare Gummipuppen 20% günstiger kriegen. Nee! Ja. Also, danke fürs Zuschauen und allen Prost Mahlzeit. Danke fürs Zuschauen, wie immer gilt. Tschüss, mal du, schwenk du, tschüss, hör ab und schwenk die Batschka ab. Cooler Lichteffekt.